Ja, herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Ich hatte ja im letzten Video bereits erwähnt gehabt, wie es grundsätzlich zu der Entstehung von Wetterderivaten gekommen ist, aber ich hatte es natürlich noch nicht wirklich ausgeschmückt und darum soll es ja heute gehen, euch zu erklären, wie es überhaupt zu dieser Entwicklung dieser ja doch relativ exotischen Derivate gekommen ist. Und zweitens möchte ich aber auch noch auf den anderen Punkt eingehen, den ich im letzten Video ganz am Ende erwähnt habe, nämlich die Umwandlung eines Wetterfaktors, wie beispielsweise der Temperatur, in einen Wetterindex, den ich als Basiswert für die Konzeption meines Wetterderivates benutzen kann. Und aller Ursprung liegt, wie so häufig im Leben, in Amerika und zwar genauer gesagt in der amerikanischen Energiebranche. Die amerikanische Energiebranche war bis 1996 eine staatlich regulierte Branche. Das heißt, Preise und Absatzmengen wurden jeweils von der US-amerikanischen Regierung festgelegt. Demzufolge war auch kein wirklicher Wettbewerb vorhanden. Und nun ja, ein Kostendruck, der dann aus einem hohen Wettbewerb entstanden wäre, war auch nicht vorhanden. Und man hatte eben auch nicht die Probleme, dass man sich darüber Sorgen machen musste, wie man bestimmte Marktanteile gewinnen kann oder höhere Marktanteile gewinnen konnte, weil der Absatz in ausreichender Höhe vorhanden war und durch die relativ hohen Preise vor der Privatisierung dementsprechend auch genug Umsatz reinkam. Aber 1996 hat die US-Regierung gesagt, nein, ihr werdet jetzt privatisiert. Und das hat dazu geführt, dass die Energieunternehmen natürlich unter einen enormen Kostendruck geraten sind, weil jetzt auch kleinere Unternehmen mit rein konnten in die, in die Energiebranche und dementsprechend den Wettbewerb und den Kostendruck auch erhöht haben. Und klar, Energieriesen sind ja sowieso Unternehmen, die sehr auf Größenvorteilen aufgebaut sind, also sehr stark große Mengen herstellen wollen und müssen, um dann letztlich die Stückkosten pro Einheit Strom oder pro Einheit Gas dementsprechend senken zu können. Und so ist es ja auch nicht verwunderlich, dass man gerade in der Energiebranche stark darauf schaut, wie der Absatz sich entwickelt, beziehungsweise wie man einen bestimmten Absatz, ein bestimmtes Absatzniveau auch halten kann. Und sofort ist eigentlich im gleichen Jahr schon aufgefallen, dass das Wetter eine enorm hohe Relevanz hat, was die Performance dieser US-amerikanischen Energieunternehmen angeht. Denn man hat herausgefunden, dass in Abhängigkeit einer bestimmten Temperatur oder besser gesagt einer Unter- oder Überschreitung einer bestimmten Temperatur, sich dementsprechend auch der Absatz verändert. Und diesen Zusammenhang, den möchte ich euch hier auf der folgenden Grafik einmal schauen. Ja, auf der folgenden Grafik einmal zeigen. Also wir haben hier auf der Y-Achse Energiemengen abgetragen, jeweils einmal von Strom, einmal von Heizöl und einmal von Erdgas. Also hier quasi die drei hauptsächlichen Energiemengen, die verkauft werden. Und hier auf der X-Achse haben wir die Tagestemperatur, also man sollte vielleicht besser sagen Tagesdurchschnittstemperatur, in Grad Fahrenheit abgegeben. Und jetzt ist etwas Erstaunliches herausgekommen, wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, ab welchem Punkt der kumulierte Energieverbrauch sein Minimum erreicht, ja, dann sehen wir, dass das bei 65 Grad Fahrenheit ist. Das ist umgerechnet in Celsius knapp 18 Grad Celsius. Man hat also herausgefunden, okay, der Absatz meiner Produkte Strom, Heizöl und Erdgas wird minimiert, wenn die Tagestemperatur in einem bestimmten, also die Tagesdurchschnittstemperatur in einem bestimmten Ort, 65 Grad Fahrenheit bzw. 18 Grad Celsius erreicht. Ja, und warum ist das der Fall? Nun, man hat herausgefunden, wenn die Durchschnittstemperatur am Tag 18 Grad Celsius beträgt, dann wird diese Temperatur von Menschen als so angenehm empfunden, dass sie es weder für nötig halten zu heizen, noch für nötig halten zu kühlen. Also es wird weder die Klimaanlage angeschmissen, noch wird die Heizung angeschmissen. Und das bedeutet natürlich aus Sicht von Energieunternehmen, dass das der schlimmstmögliche Fall ist. Also wenn jetzt permanent, sage ich mal, 365 Tage im Jahr immer die Tagesdurchschnittstemperatur 18 Grad Celsius betragen würde, wäre der Stromverbrauch so gering, dass die Energieunternehmen alle pleite gehen würden. Ja, also das ist genau das, was eben vermieden werden soll. Es heißt also im Umkehrschluss, Energieunternehmen mögen Temperaturen unterhalb von 65 Grad Fahrenheit, sprich 18 Grad Celsius, oder aber oberhalb von 65 Grad Fahrenheit, unterhalb
von 18 Grad Celsius. Und das ist genau das, was man herausgefunden hat. Man hat eben herausgefunden, ist die Tagesdurchschnittstemperatur ungleich 18 Grad Celsius, dann ist das für uns von Vorteil. Aber sobald sie bei 18 Grad Celsius angekommen ist, sind wir beim absoluten Minimum angekommen und das ist für uns dann dementsprechend der schlimmstmögliche Eintrittsfall. Man hat also gesehen, dass die Temperatur die Absatzmengen bedingt. Ja? Und daran sehen wir auch schon mal, dass hier bei den Wetterderivaten offenbar Mengenrisiken bestehen. Ja? Das sehen wir hier eigentlich schon mal. Okay. Unternehmen wollten Schutz gegen alltägliche Wetterrisiken. Ganz wichtig, keinen Katastrophenschutz. Denn man hätte ja jetzt eigentlich fragen können, ob die Unternehmen nicht auch zu Versicherungsgesellschaften hätten gehen können und beispielsweise dort anfragen können, ob nicht so etwas wie eine Versicherung bestünde dafür, dass die Tagesdurchschnittstemperatur an einem bestimmten Tag 18 Grad Celsius erreicht. Und die Versicherungsbranche war natürlich auf solche Bedürfnisse überhaupt nicht eingestellt, weil Versicherungen sich klassischerweise immer mit Katastrophen, also mit Naturkatastrophen beschäftigt haben. Aber mit solchen Wetterrisiken, die lediglich die Performance beeinträchtigen, damit hat sich die Versicherungsbranche nie auseinandergesetzt. Ja? Und das hat dann dazu geführt, dass die Energieunternehmen selbst diese Finanzinstrumente, die wir jetzt Wetterderivate nennen, entwickeln mussten. Und Basis für das allererste gehandelte Wetterderivat, was übrigens ein Temperaturderivat gewesen ist, war der selbst ermittelte Temperaturindex. Und dieser lautete entweder Heating Degree Day oder Cooling Degree Day. Wir gehen da noch drauf ein, keine Angst, das werden zwei zentrale Wetterindizes, konkreter gesagt Temperaturindizes sein, auf die wir eingehen müssen. Und zwar waren es die Firmen Enron, Koch Industries und Aquila, die dann auch letztlich den ersten Abschluss eines solchen Termingeschäfts auf einen solchen Temperaturindex wie beispielsweise den Heating Degree Day oder den Cooling Degree Day abgeschlossen haben. Ja. Und ab 1998 wurde das Ganze dann auch, wenn man so will, wirklich weltweit publik, weil dann auch der Handel zum ersten Mal über die Börse, also standardisiert, stattgefunden hat. Vorher war alles OTC, over the counter. Ab 1998 aber auch über die Börse, und zwar an der Chicago Mercantile Exchange, die auch heute immer noch eine sehr, sehr große Börse ist, was den Handel von solchen Wetterderivaten angeht. Ich glaube sogar die größte. Ja, und von dort aus hat sich das dann überall auf die Welt ausgebreitet. Sogar an der Frankfurter Börse wurden zeitweilig diese Wetterderivate gehandelt. Mittlerweile ist davon aber nichts mehr übrig geblieben. An der Frankfurter Börse können diese Wetterderivate jetzt leider nicht mehr gehandelt werden. Und es gibt mittlerweile auch unterschiedlichste Wetterindizes, die für unterschiedliche Wetterderivate vorhanden sind. Aber man muss ganz klar dazu sagen, eine richtige Standardisierung dieser Indizes, also der Basiswerte, ja, die gibt es fast ausschließlich nur im Bereich der Temperaturderivate. Ja, und die Temperaturderivate sind damit auch immer noch die meistgehandelten Wetterderivate. Das liegt an zwei verschiedenen Dingen. Zum einen liegt es daran, dass die Temperatur wirklich ein Wetterfaktor ist, der viele Dinge sehr, sehr stark beeinflusst. Ja, und der auch teilweise wirklich der Hauptwetterfaktor ist, der bestimmte Wetterrisiken erzeugt. Ja, das darf man nie vergessen. Der zweite Punkt ist, dass wir von allen Wetterfaktoren, die wir historisch aufgezeichnet haben, bei der Temperatur einen Wetterfaktor haben, den wir am allerlängsten und am allergenauesten gemessen haben. Ja, von allen Wetterfaktoren, viel, viel genauer als Niederschläge, Luftfeuchte etc. Das heißt, wir haben einmal eine bessere Datengrundlage und auf der anderen Seite haben wir dann dementsprechend auch noch eine größere Wirkung der Temperatur in Bezug auf die Unternehmensperformance als beispielsweise bei anderen Wetterindizes. Und ich habe hier nochmal eine kurze Auflistung von den typischen Derivaten, von den typischen Wetterderivaten gemacht, die es halt so gibt. Klar, an erster Stelle, wie gesagt, die Temperaturderivate. Es gibt auch schon Niederschlagsderivate, Windderivate, Sonnenscheinderivate und man könnte auch noch andere aufführen, aber das sind so diejenigen, die wirklich auch in der Literatur im Gespräch sind. Ja, und jetzt stellt sich aber die Frage, okay, wenn ich jetzt nicht unbedingt den Heating Degree Day oder nicht den Cooling Degree Day verwenden möchte oder sonst irgendeinen standardisierten Wetterindex, die wir alle noch kennenlernen werden im Übrigen,
Ja? Wie kann ich dann tatsächlich selbst so einen Wetterindex konzipieren? Nun, und um das machen zu können, müssen wir erstmal wissen, was das Exposure ist, was ich hier in Rot unterlegt habe. Also, ein Exposure ist immer ein finanzieller Betrag, der einem bestimmten Risiko ausgesetzt ist. Ja? Und im Eintrittsfall, wenn also dieses Risiko tatsächlich real wird, können Teile des Exposures oder das gesamte Exposure vollständig verloren werden. Nur da erstmal dazu, damit man weiß, was ein Exposure ist. Aber dieses Exposure muss ich ja vorher erstmal ermitteln, damit ich einen Wetterindex ermitteln kann, beziehungsweise dieses Exposure in einen solchen umwandeln kann. Warum? Nun, wenn ich nicht weiß, welcher finanzielle Betrag einem bestimmten Wetterrisiko, also genauer gesagt einer bestimmten Wettervariablen ausgesetzt ist, dann kann ich auch dementsprechend keinen wirklichen Wirkungszusammenhang feststellen. Und es gibt hier eine, ja, wie soll ich sagen, 6-Punkt-Schritt-Anleitung, wie man grundsätzlich selbst ja, von dem Exposure, das man ermitteln muss, hin zum Wetterindex kommen kann, den man dann anhand dieses Schemas hier ermittelt. Und alles fängt natürlich dabei an, dass ich sage, ich muss die relevante Wettervariable, also den relevanten Wetterfaktor, ermitteln. Was bedeutet das konkret? Nun, das bedeutet, ich muss wissen, habe ich ein Exposure gegenüber der Temperatur oder habe ich ein Exposure gegenüber dem Niederschlag, gegenüber der Sonnenscheindauer, der Windrichtung und so weiter und so fort. Das muss ich erstmal ermitteln. Dann muss ich auch wissen, und jetzt kommt dann im Prinzip der finanzielle, wie soll ich sagen, der finanzielle Part damit rein, inwieweit diese Wettervariable sich auf die Unternehmenskennzahlen, sprich also auf die Performance, auswirkt. Ja, das muss ich auch ermitteln. Das könnte ich beispielsweise über eine Regressionsanalyse vollziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Eine neutrale und verlässliche Quelle ist dann natürlich die Datengrundlage, mit der ich das Ganze dann füttern kann, ja, oder füttern muss. Also ich muss eine neutrale und verlässliche Quelle mit einer Auflistung historischer und aktueller Daten der Wettervariablen ausfindig machen, was bei der Temperatur, wie gesagt, nicht wirklich so schwer ist, aber bei anderen Wettervariablen kann das wirklich zu einer Odyssee werden. Und eine solche Quelle wäre beispielsweise der Deutsche Wetterdienst, also der DWD. Der ist jemand oder der ist eine Organisation, eine Institution, die einen schon mit historischen und aktuellen Daten einer Wettervariablen wirklich versorgt und die man zumindest als neutrale Quelle ansehen kann. Inwieweit sie verlässlich ist, nun ja, dazu will ich mal erstmal nichts sagen. Aber nun ja, zumindest ist sie neutral. Und dann muss ich als vierten Punkt natürlich auch ausfindig machen, in welchem Zeitraum diese Wettervariable einen Einfluss auf meine Unternehmenskennzahlen hat. Also beispielsweise wäre ja, dass ich nur ein Risiko gegenüber der Temperatur im Sommer habe oder nur ein Risiko gegenüber der Temperatur im Winter. Ja, wäre ja durchaus möglich. So, das muss ich auch dementsprechend wissen. Und da muss ich die Beziehung zwischen diesen beiden quantifizieren und das Ganze dann dementsprechend in Form der Wettervariablen ausdrücken. Ja? Das ist das grundsätzliche Schema, wie ich da vorgehe, wenn ich das selber machen möchte, wenn ich selbst einen Index konzipieren möchte. Ja, und ist ein solcher Wetterindex erst einmal ermittelt, kann dieser als Basiswert für die Konstruktion von Wetterderivaten verwendet werden. Und wichtig ist jetzt, und darum habe ich euch vorher das Basiswissen zu den Derivaten beigebracht, Wetterderivate bauen auf der Struktur herkömmlicher Derivate auf. Der Unterschied zu herkömmlichen Derivaten ist, was den Aufbau betrifft, wirklich marginal. Aber die Aufbaubesprechung, die soll an späterer Stelle erfolgen. Ich will euch nur sagen, im Prinzip braucht ihr jetzt nur das zu wissen, was ihr bei den herkömmlichen Derivaten schon kennengelernt habt. Und ihr könnt dann damit und diesem Wissen, was ihr jetzt schon erworben habt, euer eigenes Wetterderivat konzipieren, wenn ihr möchtet. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Wetterindizes sind bereits zum Standard geworden. Also, das ist vielleicht ein bisschen verwunderlich, aber es gibt eigentlich nur bei Temperaturderivaten und bei Windderivaten tatsächlich in der Literatur Wetterindizes, wo man sagen kann, okay, das sind auch diejenigen, die tatsächlich standardisiert in der Realität verwendet werden. Und bei den Temperaturderivaten sind es eben der Heating Degree Day, HDD, oder Cooling Degree Day, CDD, die sogenannten Degree Days, oder aber das Average Temperature, beziehungsweise man sagt auch manchmal Cumulative Average Temperature Konzept, AVT. Ja, und bei den Windderivaten sind es oder ist es nur der Cumulative Average Wind Speed Index, CAWS. Und genau um diese Indizes
Ja, wie man die genau definiert und wie man dann auch mit denen arbeitet. Genau darum wird es dann ja ab den nächsten Videos gehen, wenn wir uns erstmal mit den Temperaturindizes und später dann mit den Windindizes beschäftigen. Ja, okay, bis dahin.